Willkommen, ihr Lieben. Wir starten mit einer neuen Runde Escape Room Simulator und wir starten in der Goldkammer in Ägypten. Ja, ich bin schon sehr nervös. Ich freue mich schon. Ja, das sieht schon mal sehr interessant aus. Ja, und da steht der liebe Busch. Servus. Oh Gott, hier sind ganz viele Rätsel. Die Vasen im Regal, die können wir direkt wieder gemacht haben. Ja, wuhu. Okay, die hier am Boden, die geht nicht kaputt. Okay, hier sind echt viele Rätsel, ne? Eine Dose. Ich habe eine Dose. Ich habe was gefunden. Ich habe einen Token oder sowas in der Dose. Ja, ich habe einen Token gefunden. Yay, den brauchen wir. Juhu. Nicht. Nicht. Ich habe hier eine Spitzhacke vor mir liegen. Und ich habe hier so Hebel. Oh, können wir mal gemeinsam die Hebel ziehen? Busch, du den rechten, ich den linken. Dann es ist vielleicht auch alleinspielbar. Na, komm her. Zieh nur drüben den Hebel. Okay, 3, 2, 1, go. Du hast ihn nicht gezogen, doch. Ah, nochmal runter. Okay, passiert einfach nichts. Okay, keine Zeit verschwenden. Warum kommst du auf so blöde Ideen? Wir dürfen keine Zeit verschwenden. Ich habe eine Pyramide gefunden, eine von zwei. Oh, die kommt hier. Hier, da sind Steine drin. Ach, das sind das. Und die Steine hier sagen eins, zwei, uns, genau. Drei die Steine, Pyramiden, die haben drei verschiedene Größen. Genau, und die Steine sagen uns, welche Zahl. Okay, dann stellen wir beim Größten ein, bitteschön, 3. Beim Größten? Wieso? Wo ist die größte Pyramide? Die hab ich hier gerade. Nee, ist das nicht die größte? Du hast die wieder weggenommen. Ah, okay. Hier, siehst du, bei der Größten sind es 3. Bei der Nächsten sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Und bei der Kleinsten sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Jawohl, ich habe ein goldenes Artefakt gefunden. So. Die Frage ist, können wir das irgendwo verwenden? Ich habe es runterfallen lassen. So. Hier war was drin. Warte mal, in dieser einen Vase, wie droppe ich das nochmal? Q, ja, Q. Ah ja. Sehr genau. Gut. Aber hier, was haben wir hier? Guck mal hier, der Block, das ist was für dich. Ja, sofort. Ach, warte mal, da ist das Symbol drauf. Ah, vermutlich brauchen wir noch einen Kelch. Ah ja, wir brauchen noch einen Kelch, noch einen Witterkopf, noch einen, was ist das, Kojotenkopf und noch einen Adler-Eulenkopf. Okay. Und das müssen wir alles in diese eine Ding, in eine Schale geben. Ich habe jetzt erstmal die Vasenteile aufgeräumt. So. Ich habe ein Radio und man kann den Sender einstellen und es funktioniert. 1, 2, 3, 4. In dem Radio war ein Token versteckt. Oh, ich konnte hier an der Kiste einfach einen Schlüssel holen. Was aufmachen und Schlüssel ich habe einen Kelch. Ein Kelch. Was machen wir mit dem Kelch? Den ebenfalls in diese Schüssel, die ich noch nicht gefunden habe, außer auf dem Block hier. Ach so. Auf dem Block hier ist eine Schüssel. Ja, dann hier ist ein Löffel. Können wir die Suppe auslöffeln aus der Schüssel? Löffel? Nee, den brauchen wir nicht. Okay, das ist okay. Tipps. Oh, warte mal, hier, guck mal. Dein Hebel muss auf zweite Position und meiner muss nach ganz unten. Okay. Dein Hebel auf 2, meiner auf 4. Wir haben die Schüssel. Ah, sehr schön. Der Kelch soll da rein, ja? So. Und diese Anubis-Kreuz-Ding auch, ne? Ja. Hier. Und der Witterkopf auch. Ja. So, und sonst habe ich nur noch Müll im Inventar, das kann ich mal alles abwerfen. So, hier sind mal wieder nur nur Scherben drin. Ach, da waren nur zwei Vasen drin, die Scherben machen. Okay. Okay, was haben wir hier? Haben wir ein Pergament oder sowas? Oder haben wir noch einen Schlüssel? Nee. Was? Achso, da hast du schon rausgeholt. Da habe ich an der Seite was rausgeholt. Und was ist das? Der Anstecker? Was hatten sie denn mit dem Anstecker hier? Der war da drin eben und den musste ich rausziehen, dass ich an die Schüssel kam. Achso. Warte mal, können wir den Schlüssel wieder nehmen? Ja. Ach nee, der Schlüssel, der passt in beide rein. Okay. Ja, geil. Nee, der passt da nicht rein. Hä? Nee. Okay, was hat das hier auf sich? Und das hier, was ist das hier? Der Sphinxkopf. Hier ist ein Skarabäus und. Kann man den Stein da irgendwie drücken? Nee. 10 Minuten 21 haben wir noch. So. Das hier haben wir geöffnet.
Das brauchen wir nicht. So, hier müssen wir vermutlich irgendwas einstellen. Genau. Blau, weiß, rot. Hat bestimmt eine Bewandtnis, blau, weiß, rot. Warte mal. Hier. Ich bin jetzt gerade am Schauen. Können wir... Ah! Ah, jetzt habe ich die Dinger erst aufgelöst, richtig. Ah, Rouge. Wir müssen hier an der Seite was einstellen. Und zwar einmal die Schüssel zusammen mit dem Löwen. Bei welchem ist die Schüssel und der Löwe? Das ist beim untersten. Kannst du es beim untersten einstellen, Schüssel und Löwe? Schüssel und Löwe? Ja, dann stelle ich ein Fuß und Adler, jo. Ja. Ja, und dann beim obersten ist es ja, Vorhang und Vogel. So ein Habicht. Ja, Vorhang und Vogel. Gerade gesehen, ja. Alles eingestellt und wir kriegen einen weiteren Schlüssel. Ja, der ist hier für die Box. Sehr schön. Oh, warte mal. Die sind gelb, rot, blau, genauso wie das hier hinten. Sag mir, wie viele aber ich werfe erstmal den Habicht da rein. Warte mal. So. Ah ja, wie viele blaue? Zwei. Wir haben zwei blaue, drei rote und fünf gelbe. Drei rote und fünf gelbe. Yes! Wirf ihn rein. Sehr schön. Jetzt läuft die Schüssel über. Und nun füllt sich das und öffnet sich die Tür, oder? Kann wie lange haben wir noch? 8 Minuten sein, 47? Oder? 8 Minuten 47 haben wir noch? Das war's! Das war's! Okay. Bam. Also, beim letzten Raum, da haben wir ja nur noch 2 Minuten übrig gehabt, aber irgendwie ist die Zeit dennoch großzügig. Ja, yeah, seht den Bush Dance. Yeah. Okay, ihr Lieben, das war's mit der neuen Folge. Heute eine kurze Folge. Wir haben den dritten Raum bezwungen und wenn ihr sehen wollt, ob wir den vierten Raum auch bezwingen, dann schaltet wieder ein, wenn es heißt, hell sehen auch im Dunkeln oder was auch immer. Egal. Bis dann, euer Rouge. Ciao. Und euer Busch. Ciao.